Hallo Leute und willkommen zurück zu Wolf the Red Hood Diaries, meinem neuen Lieblingsspiel. Ich habe gerade den ganzen Wald nochmal machen müssen, weil wenn man aus dem Spiel rausgeht, dann ist das ja alles weg, der letzte Speicherstand. Das heißt, ich konnte alles nochmal machen, aber ich wünschte, ich hätte es so aufgenommen, wie ich jetzt gespielt habe, denn ich bin ein paar Mal gestorben, keine Frage, manche Stellen sind und bleiben blöd, aber es war wesentlich besser gespielt, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Naja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal weiter. Ich bin gerade an der Stelle, wo so weit war ich noch gar nicht, sehe ich gerade. Und ja, ich hoffe, ich krieg's hin, ne? Und das kriege ich sogar hin. Müssen wir da links rüber zu dem Mann? Hallo? So einen Typen, den hatten wir nämlich schon mal. Aber da war auch nichts. Und ich frage mich immer, was es hier bedeutet, dass er so ein Wächter ist, so ein Soldat. Ist ja auch egal. Oh, wir haben den Wald geschafft. Haben wir den Wald endlich geschafft? Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich das letzte Mal wenigstens noch beendet. An old woman spotted me one summer day, wandering the shores of this lake. I must have been 3 years old. Calmly, she kneeled by my side. Where's your mother, dear? Trembling, I replied, she's fast asleep. Ach ja, zugegebenermaßen, es ist immer noch sehr schön hier und ich mag ihre Stimme und die Atmosphäre, trotz dessen ich hier tausendmal gestorben bin. Ich laufe mal erstmal nach rechts. Oder geht's da weiter? Wo geht's denn jetzt weiter? Ich kann hier auf jeden Fall irgendwie was machen. Ich kann das benutzen. Ah, ein W. Ach, das W. Das W erinnert mich auch noch an was. Und zwar, dass ich mit euch lesen wollte. Obwohl das gerade so schön ist, dass ich mich erstmal umgucken will. Wir können das Boot benutzen. Was ist denn aber, wenn ich jetzt hier weiter nach rechts laufe? Komme ich denn dann hin? Ins Nichts. Okay, hier ist nichts. Warum kann sie eigentlich nicht mehr springen? Sie springt nicht mehr. Anscheinend muss sie nicht mehr springen. Na gut, Rotkäppchen muss nicht mehr springen. Dann gehe ich jetzt mal in unsere Tagebuchgeschichten und will unbedingt mal wieder lesen. Ach ja, ich habe im Wald übrigens auch noch einen Weg gefunden gehabt für unser Tagebuch. Das finde ich sehr, sehr cool natürlich, weil ich das übersehen hatte und jetzt habe ich das. Das hatten wir schon. Das haben wir alles nicht geschafft. So, bessere Zeiten bei Three Pinks Inn, das hatten wir auch schon. Wusstest du das? Hatten wir auch schon. Ein Wolf außer Rand und Band. Hatte ich das nicht auch schon vorgelesen? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich hatte zwei große Texte ja vorgelesen das letzte Mal. Ich muss erstmal gucken. Also wir hatten auf jeden Fall Gründung von Ulrika und dann den nächsten Text, den... Hallo, das ist voll blöd hier mit dieser Steuerung. Bessere Zeiten, Three Pigs, naja, dann hatten wir das. Na gut, dann lese ich mal das andere jetzt hier vor. Ein Wolf außer Rand und Band Teil 1. Eine Woche von Bibi Wolfs 26. Geburtstag verstarb sein Vater Anton. Die Autopsie ergab keine eindeutige Todesursache, doch Bibi wusste es besser. Anton Wolf wurde mit einem feierlichen Trauzug geehrt, in dem die Bürger von Ulrika ihren gelobten Gründervater der Stadt verabschiedeten. Bibi wohnte der Beisetzung des Erscheinens halber bei, versteckt in einer schwarzen Kutsche. Er vergoss nicht eine Träne für seinen Vater. Er war ohnehin sein ganzes Leben lang nicht für ihn dagewesen. Nachdem sie Anton Wolf an einer würdigen Stelle auf Ulrikas Friedhof begraben hatten, berief ihn der Rechtsberater seines verstorbenen Vaters in sein Büro, um die Angelegenheit von Antons letztem Willen zu klären. Als Alleinerbe erbte Bibi mit nur 26 Jahren das gesamte Wolf-Imperium. Die Wolf-Villa, Wolf-Industries, Ulrika und viele Hektar Land rund um die Stadt. Ich meine, wir hatten das schon. Es war nun alles sein und er war fest entschlossen, sicherzustellen, dass jeder das wusste. Während die Bürger von Ulrika noch der Verlust seines Vaters betrauten, hatte Bibi Antons Statue vom großen Eingang des Hauptsitzes von Wolf-Industry entfernt. Die Ulrikaner waren entsetzt und schockiert über seinen Mangel an Respekt, als Bibi eine neue monumentale Skulptur von sich selbst in der Lobby errichtete. Diese Bronze-Bibi würde der einzige sein, den die Bürger fortan sehen würden, denn der neu gekrönte Wolf-Herrscher würde selten sein Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich glaube, das hatten wir schon. Wusstest du das?
Das uralte deutsche Märchen über den Rattenfänger von Hameln mit einer Vielzahl von historischen Ereignissen in Verbindung gebracht wird. Einige glauben, dass die Geschichte den verschwundenen Kindern eine Metapher für ihren den Tod durch die Pest sei. Andere Quellen verknüpften die Geschichte mit Nikolaus von Köln, der hunderte Kinder auf einer tödlichen Kinderkreuzzug gelockt haben soll. Die modernste Interpretation verbindet jedoch das Verschwinden der Kinder aus Hameln mit der Ostsiedlung im Mittelalter, als unzählige Deutsche ihr Land verließen, um Osteuropa zu besiedeln. Ja, das weiß ich allerdings. So, und dann haben wir auch noch das. Das habe ich. Mache ich noch, aber nicht jetzt. Erstmal mache ich noch die. Sie hat auch gar keine Waffen mehr. Hast du denn gar nichts mehr? Wie soll ich denn dann. She took me home, cooked me a meal, and drew me a bath. When folding my cape, Mother Zocket fell to the floor. She picked it up and instantly turned pale. Could it be the grandchild she'd been praying for? She stumbled outside towards her son, who was in the garden shoveling weed. Joseph, come inside. There's someone you must meet. I remember him walking through the door. He looked at me as if I were a ghost. I recognized the charcoal man in the picture, in the flesh at last. The father Mom told me to look for, minutes before she passed. Ich finde das schön gemacht. Kann ich jetzt hier ins Wasser eigentlich gehen? Nee. Ja, aber sie hat gar keine Waffen und nichts mehr bei sich. Ich kann nichts machen. Ich kann auch nicht die Kisten hier zerschlagen. Dann gehe ich jetzt nach rechts. Aha, ich kann was mit dem Baum machen. Traumatized and confused, I hardly spoke the first few days. I was afraid to be alone and terrified in the dark. For it reminded me of that place. After a while, I grew more comfortable in the little house wrapped around the tree, and I slowly opened up to my newfound family. Naja, sie erzählt so ihre traurige Lebensgeschichte, und hier haben wir wieder was. With the few words I knew back then, I told Father and Granny about the angry men, about my life in dust and darkness, and the tunnel Mother dug to set me free, about the dreadful day when she handed me her locket, bid me to go find my father, and gave her own life to help me flee. My sweet, sweet grandma, she's probably setting the table, clueless of what she's about to get on her plate. I hope I'm not too late. Dusk is hiding around the corner, and I'm guessing so is Wolf. Oh my, there he is! The devil in person. Wheels against heels? Seriously? You're not gonna get away with this. Oh, jetzt kommt bestimmt was Hektisches. Oh nein. Hoffentlich schaffe ich das. Dun, 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 dun. Das klingt schon mal gut. Oh, von wo kommen sie denn? Ah. Hä? Sie ging nicht nach rechts, sie geht nicht nach da. Wohin denn dann? At least show me your face, coward. Ich bin noch gesprungen, obwohl ich sie gar nicht mehr gesehen habe. Dann rennen wir mal. Ganz schnell. Ganz schnell. Okay, hier komme ich nicht weiter. Lauf, 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 lauf. Nee. Oh mein Gott, geht das schnell. Leute, ich gehe jetzt mal unten lang. Das bringt ja gar nichts hier oben lang. Achso, da kommt sie dann nicht durch. Nee. Hä? Oben lang, unten lang. Ich bin voll verwirrt.
oben lang. Und jetzt aber unten lang, ne? Nee. Dann kommt sie da ja auch nicht. Nee, das Springen war schon richtig, ne? Ich war nur zu langsam. Ja, und jetzt? Ja, wie kommt sie da denn vorbei an dieser Mauer? Ich hasse sowas. Ja, und? Achso, du hast es sogar geschafft mal. Lauf, 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 lauf. You forgot one thing, Wolf. I know this forest by heart. I was not prepared for hurdles. Das W nimmst du noch mit. Das Scheiße, das W wollte ich haben. Oh. Oh nein, voll die Fallen, die ich nicht gesehen habe. Und jetzt muss ich alles nochmal machen. Ey, das ist doch so gemein immer, ne? Man kann doch so stolz auf sich sein, wenn man das immer gleich auf Anhieb schafft und dann... Schnell, 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 schnell. Oh, ich hab's fast geschafft, das W. Wie soll man das denn eigentlich kriegen, bitte? Wenn der Bildschirm so schnell einen jagt. Voll hammerhart hier, ey. Mein lieber Schwan, echt. Komm, 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 komm. Komm, du bist zu langsam. Hol auf. Pech, kein Weh. Oh Manno! What the hell? Ja, komm. Das schaffen wir. Boah. Geschafft. Oh. Wer bist du denn? Habe ich ihn? Ja. Anscheinend. Oh! Wie viele denn noch? Seid ihr verrückt? Da ist ein W. Da ist ein W. Ey, leck mich doch. Aber da war ein Körbchen. Das schaffe ich jetzt. Mach's klein. Das war so klar. Habt ihr's dann? Weg hier, bevor die nächsten kommen. Oh, Gott sei Dank. Nee, es geht schon wieder weiter. Ich glaub's nicht. Komm hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Oh, jetzt springt sie da nicht hoch, weil sie keinen Doppelsprung macht, ey. Olle.
Geh doch mal vorwärts. Geh hoch. Ja. Manchmal springt sie nicht. Und das, ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt scheiße. Ja, kannst du mal... Ich sag nichts, ne? Ist nicht so, als ob ich die Tasten nicht drücke. Denk nicht, ich drück die Tasten nie. Ich drück wie eine Bekloppte, aber ja, so wie jetzt halt so. Dann springt sie einfach mal nicht rüber. Das ist toll. Runter. Ja, komm. So dumm. Wow, ich hab's sogar geschafft. Hoch mit dir. Wow, geschafft. Gott sei Dank. Bosskampf. Bosskampf. So, nu? Geht's ab hier, ja? Ich will mich nochmal umgucken. Nicht, dass ich hier noch was übersehe. Gibt's da so kleine Leckerlis? Toll, dann kann man hier rum und hier ist nichts, oder was? Tschüss. Das bringt's ja. Einfach mal, weil es schön aussieht, einbauen. Sieht aber schon echt krass hier aus. Also sind voll die schönen Wallpaper, so ist nicht. Ist halt nur... Ja, jetzt geht's los hier. Oh Mann, oh. Ich sterbe bestimmt tausendmal. Granny, no! Go inside! Please! Let me deal with these beasts! Bestimmt darf ich ihr nichts tun oder so. Was mache ich jetzt? Mal eben voll gestorben. Ich muss da noch hintersteigen. Ich kapiere das halt noch nicht hier so ganz. Jetzt kommen die Wölfe. So. Ja, und was mache ich jetzt? Ich darf auf jeden Fall nicht in seinen Blitzstrahl geraten. Jetzt kommt sie hinter mir her. Ach nee, jetzt kommen die Wölfe nochmal. Ich habe schlechte Gesundheit. Red, your hands. Give me your hands. Huh? Why? Kind of busy here, Grams. Look at him. Absorb that evil grin. Now, channel your anger. That's how you will win. What? Oha. Krieg ich jetzt Magic Crafter? LT? Oder LB? LB, glaube ich. LB mit X zusammen drücken, um eine Clown-Attacke durchzuführen.
Ich bin festgehalten. Ich kann nichts machen. Geh weg da. Oh nein, ich bin gestorben. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Oh, das ist so das... Ach, das ist das Ätzendste, ne? Dass man alles nochmal machen muss. Das finde ich so blöde. Jetzt kommen die Wölfe. Immerhin haben wir es geschafft gehabt. Kannst du mal den Wolf auch treffen, oder... Ja, komm. Ich rall das halt noch nicht so ganz. Ich verstehe immer nicht so ganz, wo er eigentlich angreift. Ich hab Angst. Oh, ich bin reingeraten, ne? Man muss echt aufpassen, dass man nicht in diesen komischen Strom reingerät. Ja, komm, der ganze Scheiß muss doch nicht immer sein. So, jetzt nochmal. Ja, und wie gewinne ich jetzt? So, ich werde festgehalten. Doch, nee, ich werde jetzt ins Mich fahren. Nein! Meine scheiß Strahlen. Tja, mein Lieber. Da kommen die Wölfe. Nein! Oma! Oma ist gestorben! Oder was? Oma! Ja, ich werde wieder festgehalten, kann nichts machen. Lass mich doch mal los, Sackgesicht. Nein, nicht die Strahlen, die mag ich nicht. Nein! Oh nö, ich bin richtig weit gekommen. Oh, hoffentlich schaffe ich es diesmal. Komm schon. Nein. Weg von diesen magischen Scheißdingern. Jawohl! Endlich. Hurts, doesn't it? You reap what you sow, Wolf. I wish I could say now we're even, but we're not. An orphan I am, and an orphan I'll be.
Your blood won't bring back what you took from me. But at last, at least, my mind has peace. So long, Wolf. Granny! I did it! We did it! It's over. It's all right. I'm home. And Wolf, at last, is dead. Oh, Grandma, you're hurt. Here, I'll carry you to bed. Wir haben es geschafft, yeah! My child, before I go, there's some things you need to know. You're not going anywhere. Don't talk like that. Listen, please. It's not over. This is a battle beyond Wolf versus our family. The people of Ulrika need you to make things right and set them free. Wait. Now it's my job to save an entire city? A city that was never even my home. Remember the trick with your hands. You're the only one who can. So I'm some kind of chosen one? Well, I didn't choose to be. If choice were stronger than fate, your father... Yes. Let's talk about my father. And the army of cruelty he created. Don't think ill of him. Your life was at stake. Wolf made him sign a pact he couldn't break. You lied to me. Only to protect you. Hey, don't weep. We'll talk in the morning. You need some sleep. Please, sweet Red, do not forget. Ulrika needs you. The girls. Save the girls. And stop the machines. I unleashed a beast. Oh, how I curse my own spell. Forgive me, child. I meant well. Granny, you're raving. I don't... Wait. What's that noise? No! Oh, es geht noch bald weiter. Das wusste ich gar nicht so genau, dass das Spiel quasi jetzt nur der Anfang ist, wie so ein Episodenspiel. Nur das Problem ist, was ist denn mit den Tagebucheinträgen? Jetzt konnte ich die gar nicht zu Ende lesen. Das ist ja doof. Und bevor ich mir hier diese ruckelige Landschaft angucke, kann ich jetzt nochmal ins Tagebuch? Ja, kann ich. Das ist gut. Dann mache ich das nochmal eben. Dann lese ich nochmal ein bisschen weiter vor, bevor ich jetzt hier zum Credit-Ending blablabla komme. Genau. Pete Piper, der... Ich weiß gar nicht, was das für eine Überschrift sein soll. Rufus Hinson wurde als 13. ungeplantes Kind in seiner Familie geboren. Da es weder Raum noch Geld gab, um noch ein weiteres unerwünschtes Kind unterstützen, schickten seine Eltern ihn raus auf die Straße, sobald er laufen und sprechen konnte. Der junge Rufus überlebte durchs Betteln. Als Teenager trat er einer Bande von Taschendieben bei und in seinen frühen 20ern bildete sich Rufus selbst in der Kunst der Entführung aus. Er wurde mit einem königlichen Leben belohnt, von wohlhabenden Adligen finanziert, dafür, dass ihre verwöhnten kleinen Gören nach Hause zurückzukehren. Oh, die Schrift ist so doof übersetzt. Eine waghalsige Mission in der deutschen Stadt Hameln führte schließlich zu seiner Verhaftung. Rufus wurde für die Entführung von Hunderten von Kindern schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Wenige Tage vor seiner Hinrichtung wurde er jedoch plötzlich entlassen. Ein wohlhabender Fremden hatte seine exorbitanten Kaution bezahlt und arrangierte einen geheimnisvollen Übernachttransfer nach Ulrika, wo er den Rest seiner Tage zur Zahlung seiner Schulden verbringen. Okay. Und wenn ich das mir jetzt hier angucke, dann kann man sich das nochmal hier dazu anschauen, was wir gerade gelesen haben. So ist das also. Gut, dann will ich mal wieder zurück. Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder ganz zurück, aber... Ach, so ist das also. Ja gut, ist ja cool. Das wusste ich gar nicht, dass man sich das nochmal genauer angucken kann.
So, dann haben wir auch noch des Technikers Lehrling. Die Empfangsdame sah von ihren Papieren auf. Ein junger Mann mit einer Mappe unter seinem Arm stand in der Lobby zur monumentalen Skulptur mit dem Ebenbild ihres Chefs aufsehend. Er schien verloren. Kann ich Ihnen helfen? Fragte sie. Ich würde gerne Mr. Wolf sprechen, stammelte er. Erwartet er sie? Nein, nicht wirklich. Nein, er... Es ist nur so, ich habe einige Dinge, die ich ihm gerade gerne zeigen würde, murmelte sie. Sie betrachtete ihn von Kopf bis Fuß. Obwohl seine Kleidung eine bescheidene Herkunft offenbarte, war bemerkenswert gut aussehend. Wie ist Ihr Name? Hood. Joseph Hood. Sie bedeutete ihm auf der Treppe Platz zu nehmen und verschwand hinter einer schweren Tür hinten im Flur mit einer Bronzeplakette, die verriet, wessen Büro sich dort befand. Anton B. Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Wolf Industries. Nach einer Weile kamen sie zurück. Mr. Wolf, will Sie jetzt sehen. Sie haben 5 Minuten. Mit zitternden Händen klopfte Joseph an dieselbe schwere Tür, die sie gerade geschlossen hatte. Genau 5 Minuten später betrat er wieder die Lobby. Er war bleich und Zeichnungen fielen aus seiner Mappe, als er durch die Halle ging. Die Rezeptionistin half ihm, sie aufzusammeln und fragte, ob bei ihm alles in Ordnung sei. »Besser als nur in Ordnung«, antwortete er. »Ich wurde eingestellt.« Joseph ging hinaus aus der Zentrale von Wolf Industries auf die überfüllten Straßen von Ulrika. Er dachte an seinen verstorbenen Vater und ging an die unzähligen Stunden, die sie zusammen in dem kleinen Schuppen im Hinterhof verbracht hatten. Er zeichnete die Pläne, sein Vater, ein geschickter Handwerker, führte sie aus. Ihre Co-Kreationen reichten von Fantasiemaschinen zu praktischen Haushaltshilfen, zur großen Freude seiner Mutter. Sein Vater wäre jetzt so stolz auf seinen jüngsten Sohn, 16 Jahre alt und einen Vertrag als Lehrling in der Tasche. »Sehe, lerne und zeichne«, beauftragte Anton Wolf ihn, als er den jungen Mann unterzeichnen ließ, und das war genau das, was er zu tun gedachte. Hier haben wir noch so ein Bild, was ich gefunden hatte. Ich werde das jetzt mal eben nur überspringen. Ihr könnt es ja gerne alleine nochmal durchlesen. Drückt einfach auf Pause. Es steht ja gerade das Bild da. Wie er meine Mutter kennenlernte, Teil 1. Und hier haben wir, wie er meine Mutter kennenlernte, Teil 2. Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich das jetzt lesen kann, aber der Part wird sonst viel zu lang, weil ich den Endkampf gemacht habe. Wusstest du das? Eine Inspirationsquelle für die Geschichten von Wolf. Und hier haben wir nochmal die Mutter und Wolf selber. So, das war's dann also erstmal mit Wolf. The Red Hood Diaries. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war ein sehr anstrengendes Spiel, muss ich sagen, weil ich so oft gestorben bin. Beim zweiten Durchlauf heute, als ich das einfach nochmal machen musste, den Wald, ging es aber viel, viel leichter. Ich habe sogar mit den Sprüngen das in einem Rutsch geschafft, wo ich dachte... Oh, das habe ich das letzte Mal immer gar nicht hingekriegt. Es ist vielleicht auch so eine Übungs- und Glückssache und eine Tageslaune, wenn man das gut kann und hinkriegt. Manche können sowas gleich, manche brauchen ewig. Ich finde, es ist nicht immer benutzerfreundlich gewesen. Nicht nur, weil mein Rechner halt das sehr anstrengend findet, solche schnellen Szenen auf einmal immer zu zeigen, sondern einfach auch, fand das manchmal einfach auch nicht so gut sichtbar. Also dieses gerade nach vorne und nach hinten laufen, landet man jetzt auf der Plattform oder nicht, dann denkt man, man hat zweimal gedrückt zum Springen für so einen Doppelsprung und sie macht's aber nicht. Dann dieses Festhalten an den Kanten. Es gab unzählige Momente, wo ich echt innerlich so geflucht habe und das hat mich echt aufgeregt. Abgesehen davon ist das Spiel aber trotzdem schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, es gespielt zu haben, obwohl ich habe teilweise echt gesagt, ich verdamme dieses Spiel jetzt. Aber eigentlich würde ich die nächste Episode auch spielen wollen, wissen wollen, wie es weitergeht. In der Hoffnung, dass es dann etwas leichter mir fällt und ich das vielleicht gleich etwas schneller am Rutsch schaffe, weil man kann das Spiel halt auch sehr, sehr schnell schaffen, wenn man natürlich gut springt und kämpft und alles. Ich fand, es war ein interessantes neues Wochenendspiel. Ich hoffe, es hat euch auch ein wenig gefallen, auch wenn ich viele Fails in dem Spiel hatte. Ich würde sagen, wir freuen uns einfach mal auf die nächste Episode von Wolf und lassen uns überraschen. Und hoffen, dass es dann ein bisschen einfacher wird von der Steuerung her. Ihr könnt das Spiel gerne mal selber ausprobieren. Ich habe das bei Steam, ich weiß nicht, mal für 5 € oder ich weiß auch nicht, wie viel mal gekauft oder so. Es geht ja bei den Steam-Spielen immer rauf und runter mit den Preisen. Aber bei einem Angebot könnt ihr ja mal zuschlagen und mir sagen, ob ihr es irgendwie besser hingekriegt habt oder ob ihr das auch so schwer empfunden habt als ich. Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Weekend-Game. Bis dann!